die 24er Form des Tai Chi Chuan. Der Beginn, Scheitelpunkt nach oben, Verbindung zum Himmel und Sinken, Verbindung zur Erde. Die Mähne des Wildpferdes teilen nach links. Rechte Ferse dreht raus, zurück ins rechte Bein, Gewicht links, rechten Fuß heraus. Ins Pong gehen und wieder zurück. Dritter Schritt. Halben Schritt und der weiße Kranich breitet seine Schwingen aus. Hier vor der Burg in Nideggen in der Eifel das Knie schützen. Erster Schritt. Zwei. Drei, halber Schritt, auf der Pipa spielen, den Affen vertreiben, Rückwärtsschritte, eins, zwei, drei, vier. Den Spatzenschwanz fassen nach links. Rechte Hand auf Ellenbogenhöhe. Schauen, dass die linke Hand nicht zu sehr über die Körpermitte kommt und zurückziehen. Rechtes Bein aufladen, dann ins linke gehen. Zur anderen Seite. Nach rechts. Linkes Bein, das rechte, zurück und stoßen. Die hohe Peitsche, Wolkenhände, und noch einen Schritt heran, die hohe Peitsche, rechte Hand in der Peitschenhand. Zweite hohe Peitsche und dem Pferd einen Klaps geben. Wieder leerer Schritt, das heißt, linker Fuß berührt mit den Zehenspitzen den Boden und Fersenstoß rechts. Der Blick geht über den rechten Fuß, über die rechte Hand, in die Distanz, in die Entfernung. Heißer Wind auf beiden Ohren. Und Fersenstoß links. Geh
Hock der Peitsche nach links. Hier, diese Bewegung hat keinen extra Namen. Dann gehockte Peitsche nach rechts. Hier kommt nochmal diese Bewegung. In der Zehnerform ist das der goldene Hahn. Und am Webstuhl arbeite nach rechts. Am Webstuhl arbeite nach links. Die Nadel am Meeresgrund. Den Fächer ausbreiten. Rechte Hand schützt, linke schlägt, schneidet nach vorne. Drehen. Lock. Parieren. Und zustoßen, das war die Abfolge vom letzten Mal, heute neu dazu, die Hände zurückziehen und stoßen, dann wegdrücken, genau. Hier nochmal, Hände zurückziehen und stoßen, ja. Wieder vom vorherigen Bild, rechte Hand raus, dann schiebt sich die linke darunter. Beide Hände werden zurückgezogen und dann stoßen. Also wir machen hier keinen Schritt, sondern nur eine Gewichtsverlagerung. Hier noch einmal, dann linke Hand schiebt sich unter die rechte, Handfläche nach oben zeigend, Hände schulterbreit, Schulter hoch, zurücknehmen. Körper dabei leicht eindrehen und dann Tien schiebt die Arme, expandieren nach außen, Handflächen. Noch einmal, wieder schulterbreit öffnen, Handflächen zeigen zum Körper, wie eine Kiste schließen mit den Händen, hat eine Lehrerin gesagt, und vordrücken, genau, den Rücken auch dabei öffnen, aufgerichtete Haltung. Bis hierhin. Dann alles Gute und tschüss. Tscheche Nimen. Danke euch.